Italienisches müsst ihr euch übersetzen oder ich mach's euch irgendwie noch gemacht. Und hier sind Schnellreiter. Es schmeckt eigentlich fast wie das normale Magnum. Schmeckt so ein bisschen Soja raus. Und Schokolade ist echt einfach wie Milchschokolade. Also wenn man es Leuten nicht sagen würde, die sich nicht auskennen, die würden vielleicht sogar denken, es ist normales. Hallöchen ihr Lieben, es gibt eine weitere Eis-Review und zwar Magnum Vegan Almond, Vegan Almond, Vegano. Ich weiß gar nicht, warum da Vegano draufsteht, das klingt sehr, sehr italienisch. Ich habe es tatsächlich zuerst damals durch einen Instagram-Post aus England, glaube ich, gesehen. Lustigerweise habe ich das hier noch nicht probiert, obwohl es offen ist. Das hat mein Freund gemopst, das eine, was jetzt fehlt. Ich habe das aber schon in ohne Almond in Italien probiert und eventuell, also eine richtige Review ist das nicht. Ich wollte das nicht so richtig filmen, weil es einfach ein viel zu schöner Moment war. Aber ich habe so ein bisschen trotzdem ohne groß zu reden gefilmt. Eventuell hänge ich das hinten dran. Dann könnt ihr euch das ohne nochmal anschauen. Aber es ist quasi genau dasselbe, nur ohne Mandeln in der Schokolade. Und das hatte ich eben in Italien. Und als ich zurückkam aus Italien, habe ich das hier bei Edeka entdeckt. Und es hat so ungefähr 3,29 hat es gekostet, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ich habe es auch bisher nur bei Edeka gesehen, nicht bei Rewe oder so. 3 Stück sind drinnen, also ungefähr 1,10 Euro pro Stück. Und ein Stück hat, muss ich gleich mal rechnen, oder steht das hier irgendwo? Nee, also 3x270 Milliliter bzw. 3x216 Gramm sind 90 Milliliter auf jeden Fall. Und die Grammzahl ist ja immer ein bisschen niedriger, da bin ich jetzt zu blöd zum Kopfrechnen, das tut mir leid. Oder einfach, ja, 216 durch 3 eben. Aber ihr seht schon, 270 Milliliter zu 216 auf jeden Fall weniger Gramm als Milliliter, was eben am Luftaufschlag in der Eisbasis liegt. Und wir haben auf 100 Gramm 345 Kalorien, 22 Gramm Fett, 32 Gramm Kohlenhydrat und 2,7 Gramm Eiweiß. Pro Eis haben wir um die 250 Kalorien, 248, 16 Gramm Fett, 23 Gramm Kohlenhydrat, wovon 19 Zucker sind und 2 Gramm Eiweiß. Das Spannende ist hier, dass es auf, soweit ich weiß, Sojabasis ist. Ich gucke jetzt mal. Ich dachte zumindest immer, dass es auf Sojabasis ist, aber nein. Ich verwechsel das wohl mit dem Cornetto, beziehungsweise habe gedacht, dass das das gleiche ist, aber wir schauen mal, hier steht Vanillespeiseeis auf pflanzlicher Basis und Schokoladenkuvertüre. 31% mit Mandeln 5%, also 36% irgendwie außenrum, der Rest ist vegane Eisbasis. Steht wohl aus Wasser, Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, etwas Mandeln, obwohl die Mandeln, nee, also, stopp, die Basis muss einfach nur aus Wasser und Zucker bestehen, was? Ich bin gerade mega verwirrt. Scheint. Aus Erbsenprotein, Emulgatoren, Aromen, Wasser und Zucker. Ist es dann Sorbet innen drin oder was? Also das ist sehr lustig. Ich bin der Meinung, dass das, was ich in Italien hatte, auf Sojabasis war. Man das auch echt rausgeschmeckt hat. Also allein deswegen muss ich das Video jetzt doch noch dranhängen auf jeden Fall. Und umso gespannter bin ich jetzt, das hier zu probieren. Definitiv. So sieht eins davon aus. Vegano, vegan steht drauf. Not to be sold individually, nicht für den Einzelverkauf bestimmt. Mal schauen. Sieht aus wie ein Magnum und sieht sogar aus wie ein sehr leckeres Magnum, auf jeden Fall. Sieht richtig nussig aus, also optisch klasse, gefällt mir richtig gut. Dachte ich mir, dann können wir es doch auch noch mal kurz abwiegen. Ach, hier vorne steht es drauf, 72 Gramm sollten es sein, den Stiel mal abgezogen, dann sind wir vielleicht so bei, keine Ahnung, 75? 75,9, hey, also da sind sie genau, sehr gut. Und ja, neulich war irgendein Kommentar drunter, muss das dann immer sein mit dem Gramm. Nö, müssen sowieso gar nichts, aber ich mache das eben sehr detailliert hier und wer ihm das nicht passt, der schaut sich halt andere Ice Cream Reviewer an, würde ich sagen. Und sorry, es war jetzt gar nicht böse oder eingebildet gemeint, aber das ist halt mein Stil, das zu machen. Wenn euch das gefällt, gebt mal einen Daumen nach oben. Und jetzt probiere ich. Ich probiere zuerst mal die Schokolade und hoffe, sie knackt, wie es bei Magnum sein muss. Und das tut sie. Wow, schmeckt mir richtig, richtig gut. Die ist zartbitter, aber nicht zu bitter und hat so einen richtig leckeren, wirklich guten
Geschmack dabei. Kakaobutter, Kakaomasse, keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall. Das hier ist jetzt die Basis. Ja, so sieht die Basis aus. Ich muss immer meine Hand dahinter halten, dass es auch fokussiert. Ich denke, ihr seht sie ganz gut. Und sie wird bestimmt auch wieder ein bisschen luftiger sein. Ich probiere sie mal. Die schmeckt interessant. So eine vegane Basis habe ich noch nicht gehabt bisher. Ich kann den Eigengeschmack noch nicht so richtig zuordnen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde ihn voll lecker. Habt ihr das schon probiert und könnt mir weiterhelfen? An was euch das erinnert? Schmeckt nicht so richtig nach Soja, nein. Also schmeckt nicht nach Soja. Vielleicht schmeckt es tatsächlich. Doch, ja. Es schmeckt nach Erbsenprotein so ein bisschen. Witzigerweise schmeckt mir das deswegen so gut anscheinend, weil ich Erbsenprotein im Moment fast täglich benutze. Das von Koro. Übrigens, da habe ich auch einen Rabattcode, kann ich jetzt mal nebenbei erwähnen, wenn ihr den benutzen wollt. Ich verlinke euch mal unten in der Beschreibung. Es schmeckt ein bisschen nach Erbsenprotein. Also das müsst ihr mögen, diesen Geschmack. Ich mag das gerne und dafür ist es eben nicht auf Sojabasis, womit ja viele Probleme haben. Also ich bin positiver von dem Eis überrascht, als ich dachte, weil mein Freund fand es zum Beispiel gar nicht so gut. Mir auch ein, dass es anders schmeckt als das aus Italien. Sehr spannend. Also ich hänge die Italien Review jetzt doch noch dran. Auch wenn die qualitativ eben echt schlecht ist, tut mir leid. lasst mir eure Meinung zu dem Eis da. Auch bitte einen Daumen nach oben. Und ein Abo sowieso. Und ja, bald gibt es ganz viel USA-Eis eben. Ich freue mich so und ich hoffe, ihr euch auch. Ciao!